war wieder auf dem Heimweg. Nochmal ein paar Worte vielleicht dazu. Trainingswochenende war wieder übel geil. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man da irgendwo in der Nähe herkommt. Ich meine, ich fahre 250 Kilometer, aber ich finde schon, dass das worth ist. Vor allem, wenn man Freitag anreist, hat man zwei komplette Tage zum Ballern. Hab mir natürlich bei der Enduro meine Zylinderfußdichtung am ersten Tag gefickt. Das heißt, das Ding braucht halt mehr Kühlmittel als Benzin. Also war nicht so optimal. Das heißt, ich habe halt einfach Motocross-Training draus gemacht, Cross-Country-Übung oder so. Natürlich habe ich die Dichtung gefickt, bevor ich die GoPro dran hatte. Das heißt, es gibt nur die Videos vom Trackwalk und wie ich da auf der Strecke mit der MX rumballer. Ja, gut, vielleicht findet man auf YouTube noch jemanden, der wo da ein Enduro-Video dazu gemacht hat. Die Strecke war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Auch wenn ich sie selber nur zwei, dreimal gefahren bin. Ja, war wirklich gut. Man sieht sich. Trackwalk. Richtig geil im Sommerregen. Schön bei 20 Grad. Also im Gegensatz zu den letzten Mal, wo ich hier war, vor 2 Jahren, hat sich da ja so viel getan. Vor allem, dass jetzt die Spuren getrennt haben, ist halt richtig strong. Weil jetzt könnt ihr halt überall diese Anfängerspuren machen. Und für die Vollidioten, die sich umbringen wollen, die coolen Sachen. Ich gleich habe gerade mein Mikro zugehalten. Top! Dieses Wetter zwischen 20 Grad Sonne und Sturm und dann zwei Regenbögen und diese Sprinkler. Du weißt nie, von was du genau gerade nass wirst. Einfach nur geil.